Hallo liebe Mathematikfreunde, hier ist André mit einem Video über den Flächeninhalt des regelmäßigen NX. Ihr solltet als Voraussetzungen etwas über Winkelfunktionen gehört haben, damit einige Übungen angestellt haben und auch Bescheid wissen über elementare Begriffe der Geometrie. Ich möchte das Problem an einem Quadrat erläutern. Das Quadrat ist ein regelmäßiges Viereck und kann von einem Kreis umschrieben werden. Wie im Bild links dargestellt, setzt sich der Flächeninhalt des Quadrates aus dem Flächeninhalt vier gleichschenkliger Dreiecke zusammen. Der Flächeninhalt des Dreiecks errechnet sich nach der bekannten Dreiecksformel. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.